Hallo und schönen guten Morgen von den Menschen mit der weißesten Hautfarbe. Ich bin eine Wolke, ja genau, aus London. Ein Day out von PCA London. Wir starten gleich mal los mit einem Formcheck. Formcheck schaut ja jetzt gar nicht einmal so schlecht aus. Ich würde sagen, dass das jetzt auch einmal so bestes Paket bis jetzt ist. Also geht auf alle Fälle in die richtige Richtung. Commander hat commanded. Mit mir natürlich noch ein bisschen diskutieren müssen. Ich bin kein leichter Gesetteter oft. Welche Kartmengen wir heute einfach zu mir nehmen. Genau, wie das auch immer jetzt satztechnisch rübergekommen ist. Aber es geht in die richtige Richtung. Ich werde jetzt den ganzen Tag einfach ein bisschen entspannen, ausruhen, essen. Wir haben Tag durchgeplant. Wir werden nach in eine Pump-Session gehen. Später dann im Tag kommt Tanning. Und ja, Tanning heißt eigentlich die ganze Zeit essen und chillen. Und das machen wir jetzt. Die Mahlzeit steht an. Ich werde mir da ein paar Cereals zusammenmixen mit Skimmed Milk, dann ein bisschen Honig noch drauf und Proteinpulver dazu. Jetzt geht es nämlich nachher gleich dann ins Training und da muss ich was schnell Verdauliches essen. Das geht bei mir richtig schnell und ja, wird für den richtigen Pump im Training dann auch sorgen. Jo Leute, wir waren gerade im Norton Gym,
ist in der Nähe von St. Albans auch, also so 15, 20 Minuten mit dem Uber entfernt. Und ja, fette Empfehlung, ist einfach unfassbar. Tobi, was sagst du? Eins der besten Gyms, in denen ich je war, vom Equipment her. Flair ziemlich geil, also Bodybuilding pur. Extrem viele geile Geräte, die ich so sonst eigentlich nur aus Videos kenne, aus Amerika. Und das Lustige ist ja, wir hätten gar nicht gewusst, dass es das Gym gibt, wenn uns nicht gestern durch Zufall ein Uberfahrer gesagt hätte, dass es das Gym hier gibt. Und ja, dann haben wir gesagt, gehen wir heute hierher und es hat sich gelohnt. Also. Ja, das ist, schauen einfach aus wie Bodybuilder, deswegen spricht uns wirklich jeder hier. So am Flughafen sind wir schon angesprochen worden, so Bodybuilding und jetzt auch im Uber und so. Und die geben die besten Empfehlungen raus und damn, die freuen sich zu Touristen, das ist unglaublich. Ja, also. Oder die haben einfach nur Respekt vor Peter sein Bart. Das kann auch sein. That's it. Basta. Wir gehen jetzt eine Runde posen, schauen uns die Form an. Fühlt sich nämlich alles richtig, richtig, richtig geil an. Also wirklich perfekter Tag. Genauso kann es weitergehen. Yes. Ist der Peter nicht so nervig, gell? Das hast du, hat der Peter selber gesagt. Ja, dieser Peter. Schon gut. Wir sind jetzt gleich im Apartment und da gibt es nachher das nächste Meal. Ich werde kochen gehen und mir wahrscheinlich Reis, ein bisschen Fleisch, ja, installieren. Genau. Installieren. Tobi, was machst du? Auch Reis, ja, für den Pump. Okay, ich wohne jetzt flach auf der Schobe. Genau, wir laden. Morgen ist Wettkampf, wir beide laden. Yes. Endlich gibt es jemanden, der auch seinen Reis wäscht, weil schaut euch das einmal an, also da kommt schon ordentlich noch was raus und wichtig ist, man verdaut es nachher besser. Wer kein Reis wäscht, der, keine Ahnung, ja, kann sich waschen. Gibt es jetzt die Post-Workout-Mahlzeit? Das ist Reis, Hühnchen und Gemüse. Dazu Barbecue-Sauce, eine gute Prise Salz und ein bisschen Cheddar-Käse, weil ich muss auch schauen, dass ich natürlich Fett reinbekomme. Ja, guten Appetit euch auch, wenn ihr gerade am Essen seid. Passt, Leute, jetzt geht's ab zum Tanning. Geladen sind wir gut, ein bisschen ausgeruht haben wir auch. Kann losgehen, dass ich nicht mehr so weiß bin. Okay, der erste Fahrer ist jetzt beinhart an uns vorbeigefahren. Ich glaube, der Tobi und ich schauen einfach zu gefährlich aus. Wir sind so gefährlich. Aber wir versuchen einen neuen Fahrer, Juba, aufzufahren. Schauen wir mal. Was sagst du dazu? Einfach hat er uns einfach stehen gelassen. Wahnsinn. Leute mögen uns doch nicht so sehr. Scheiße. Gott sei Dank hat uns der Fahrer jetzt mitgenommen. Sonst wäre das schon ein trauriges Spiel gewesen. Aber
Wir schauen halt einfach ganz wild aus. Du wie überhaupt. Ich bin der wildeste überhaupt, ja. Gangster. Passt, wir sind jetzt beim Tanning angekommen. Im Fleetwood Community Center. Perfekt. Sieht jetzt noch so aus? Ja. Und hoffentlich gleich nicht so. Oder blau. Ah, perfekt. Gehen wir es an und ich komme gleich wieder in einer bisschen dunkleren Farbe zurück. Jo, passt perfekt. Jetzt bin ich Schokobär. Schokobär? Ja. Schokobär bin ich. Perfekt, ich schaue schon ein bisschen brauner als du. Ich bin jetzt wirklich weiß, ja. Ich bin auch eh weiß. Also. Ja, da sieht man es. Jetzt schon brauner geworden. Ja. Ja, perfekt. Gut. Jetzt geht's einkaufen und dann ab ins Apartment wieder. Ausruhen. Ausruhen. Viel liegen, Beine hoch. Ein bisschen vorbereiten für morgen. Dann haben wir's. Kühe noch mal üben und dann haben wir's. Basta, wir sind wieder im Apartment angekommen. Nach dem Einkaufen, nach dem Tannen, man sieht es eh, die Farbe ist schon gut oben. Schauen wir mal rein, ob man das so sieht. Schaut gut aus, würde ich sagen. Wir werden jetzt noch was essen und nachher eh noch einen Formcheck machen. Zeigen wir euch natürlich auch, wie das Ganze dann mit Farbe aussieht. Okay Leute, das war jetzt der letzte Formcheck für heute. Jetzt geht es dann bald ab ins Bett. Kleine Mahlzeit noch rein und ja, dann ab in die Federn. Morgen steht der große Tag an, wird gut werden, wird auf alle Fälle erfolgreich werden. Ich fühle mich gut geladen, werden wir dann sehen, wie das morgen auf der Bühne aussieht. Euch jetzt noch einen schönen Morgen, Tag oder Abend, wann ihr das Video auch immer seht. Danke fürs Einschalten, subscribt, kommentiert, liked das Video, teilt es in den Social Media Kanälen und bis zum nächsten Mal.